Hey meine Rabauken und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Walls News. Heute haben zwar nicht viele hochgeladen, trotzdem ist das ein oder andere passiert. Das Abo-Ziel von gestern haben wir einfach erreicht und ich fände es richtig nice, wenn wir heute die 5 Abonnenten schaffen würden. Ich glaube, das wäre ein neuer Weltrekord oder so. Vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und schreibt in die Kommentare, nicht wer euer Favorit ist, sondern was ist euer Lieblingsessen. Starten wir rein. Russig farmt sich einiges an Leder und macht sich ein paar Bücher, farmt immer wieder Level und enchantet schon mal eine Spitzhacke mit Glück 3 und Effizienz 4. Er fängt auch langsam an, seine Rüstung zu verzaubern. Am Ende hat er einen Helm mit Schutz 3, eine Brustplatte mit Schutz 4 und eine Hose mit Schutz 3. Zudem hat er noch 2 Diaschwerter. Auf dem einen ist Plünderung 3 und Schärfe 4 und auf dem anderen ist Verbrennung. Wenn er jetzt noch die Bücher alle richtig kombiniert, kann er sich ein Diaschwert mit Schärfe 5 machen. Sein Bogen hat Stärke 4, Haltbarkeit 3 und Flamme. Heißt, er braucht da nur noch Unendlichkeit. Und ich muss sagen, er ist auch wirklich ziemlich gut mit dabei. Höhlenmensch HD kommt heute endlich wieder in die frische Luft. Doch vorher macht er sich noch sein OP-Schwert ready und nachdem er an der Oberfläche ist, sucht er auch direkt wieder eine Höhle, in der er dann Gold farmen kann für Goldäpfel. Außerdem findet er noch 2 Dörfer, in denen er ein paar Jobs verteilt, bei denen aber im Großen und Ganzen jetzt nichts allzu krasses dabei ist. 1, 2, 3, 4 und zack. Gestatten. Banks, der kräftige Holzfäller. Auch heute fällt er wieder fleißig Bäume, um zu leveln und Smaragde zu bekommen. So hat er nun auch das letzte Puzzleteil im Großen und Ganzen zusammen, und zwar die OP-Axt, die wahrscheinlich in erster Linie dazu dient, Schilder zu brechen. Nun konzentriert er sich vor allem noch auf Goldäpfel, Nahrung und alles andere, was dazu dient, einfach länger durchzuhalten. Denn von der reinen Stärke ist da, glaube ich, nicht mehr viel zu machen. Das sind die Power Rankings nach Tag 9 und ich muss zugeben, es fällt mir gerade relativ schwer, zum Beispiel Banks einzustufen, weil im Endeffekt hat er alles. Heißt, für den reinen Kampf fürs reine 1 gegen 1 ist er eigentlich bestens gewappnet und sorgt jetzt nur noch dafür, dass er auch Ausdauerfights gewinnen kann. Und sowas zu ranken ist wirklich nicht einfach. Schreibt wie immer gern eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Wir steuern einfach schon auf die 15.000 zu, richtig crazy. Okay, tschö. Und vergesst den Like nicht.